BustyGG ist kurz davor, neue Badline Cosmetics zu releasen. Wie es aussieht, werden diese Cosmetics aber als Special für die 1,5 Millionen Abonnenten auf YouTube kommen, also nicht Zigzag V5. Die ersten Anzeichen dafür waren in den letzten zwei Videos von Basti, in denen schon wie auch von dem Release von Zigzag V4 Teaser eingebaut wurden, zu sehen. Im neuesten Video handelt es sich dabei um zuerst einen Counter, der hochgeht zu 1,5 Millionen, dann Verzehreffekte und dann, dass die Cosmetics kurz schwarz-weiß werden. Was das genau zu bedeuten hat, ist aber schwierig zu sagen. Wahrscheinlich werden die Cosmetics wie die Gold und Silber Limited Cosmetics nur leichte Veränderungen gegenüber der vorherigen Version haben. Das Release-Datum wird wahrscheinlich Freitag der 21.07. sein. Da hat Basti vor, einen sehr langen und besonderen Stream zum Anlass von 1,5 Millionen Abos auf YouTube zu machen. Was habt ihr für Vermutungen?